pflegerisches Bereich, wo man sich um onkologische Patienten kümmert, das heißt Patienten, die eine onkologische Erkrankung im Hintergrund haben, nennen wir onkologische Pflege. Onkologische Fachpflege, zu Unterschied eigentlich zu allgemeiner Pflege, besteht darauf hin, dass die Pflegekräfte, die in dem Bereich arbeiten, spezialisiert sind auf die Betreuung, Begleitung, Beratung von onkologischen Patienten. Zum Beispiel im chirurgischen Bereich, onkologische Fachpflege hat vertiefte Erkenntnisse bezogen auf zum Beispiel Versorgung von Stoma, Urostoma oder Tracheostoma. Oder wenn da etwas im Gesichtsbereich gemacht wurde, auf die Einsatz von verschiedenen Prothesen und Epithesen. Wenn das den Bereich, wo Patienten mit Systemtherapie behandelt wird, dann onkologische Fachpflege hat vertiefte Erkenntnisse bezogen auf die Medikamente, auf ihren Wirkung und Nebenwirkung und letztendlich auch die Applikation. Wenn das um die Strahlentherapie geht, dann onkologische Fachpflege hat besonderen Fokus auf die Betreuung von Patienten, die eventuelle Probleme mit Haut gekriegt haben von der Strahlentherapie.